Hallo liebe Freunde der Gitarrenverstärker und Gitarren, ich bin im Moment sehr begeistert, denn ich habe einen Deluxe Reverb fertiggestellt, bei dem ich einen Mode eingebaut habe, und zwar den sogenannten Caesar Mode. Der Caesar Mode entfernt die Schaltung des Tremolo-Teils aus der Verstärkerschaltung. Wozu ist das gut? Das ist dafür gut, dass eine Röhre in der Verstärkerschaltung dann weniger belastet wird und dadurch viel frischer klingt, viel dynamischer, viel offener, gefühlt mehr Höhen hat, gefühlt mehr Biss, mehr Lautstärke, alles was wir uns erträumen, kommt dadurch zum Vorschein. Ja, unglaublich. Und ist ganz einfach zu machen. Alles, was ihr braucht, ist ein recht spezielles Poti. Das Intensity Poti ist ein 50 Kilo Reverse logarithmisches Potentiometer, welches einen Schalter hat. Ich kann also nicht, wie das normalerweise ist, das Intensity Poti nur von 1 auf 10 so drehen, sondern ich kann das einschalten. Und dann das Tremolo hochdrehen. Das wäre jetzt die Grundstellung des Tremolos. Und ich würde das jetzt einschalten und hätte jetzt praktisch dieselbe Stellung, wie wenn der Speed 1 wäre und die Intensity 1. Nur, dass ich jetzt eben den Schalter geschalten habe und deswegen jetzt schon hier die 3 da steht, aber das macht nichts. Ich hätte jetzt die niedrigste Intensität. Man kann sie dann weiter aufdrehen. Soweit klar. Das wäre jetzt die normale, das normale Verhalten des Deluxe Reverbs. Jetzt kommt der Clou, ich kann, wenn ich das Tremolo nicht verwende oder wenn ich überhaupt nicht auf Tremolo stehe oder einfach nur, wenn ich den super tollen Sound erreichen will, den wir jetzt gleich erreichen werden, das Tremolo einfach ausschalten. Und man hört schon, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, man hört schon, dass es dann ein kleines bisschen mehr rauscht. Da kommen mehr Höhen durch. Kreis aus dem Verstärker und ich weiß nicht, ob man das so genau hören kann jetzt, weil die Kamera ja auch wegzeigt von der Box und so weiter. Aber das sind wirklich Welten. Ich dachte erst, das wäre nur dann einfach lauter. Das ist es aber nicht. Man kriegt den Sound, den man hinkriegt, wenn man das Tremolo aus dem Kreis nimmt, kriegt man mit keiner Einstellung von so genau wieder eingestellt. Also selbst wenn ich dann Treble hochnehme und vielleicht ein bisschen mehr aufdrehe, trotzdem klingt es dann irgendwie immer ein bisschen belegter. Also es klingt nicht schlechter, aber es klingt nicht so frisch. Also zusammenfassend, wenn ihr einen Deluxe Reverb Reissue, Super Reverb, Vipro, hast du nicht gesehen, mit optischem Tremolo habt, denkt unbedingt drüber nach, diesen Mode einbauen zu lassen. Das ist nicht weiter schlimm, das ist einfach nur der Preis dieses Potis und ein bisschen Arbeit. Und ihr habt aber wirklich den Sound eures Verstärkers damit doch stark verbessert. Denke ich.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.